willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Das Intro, das ihr gerade gesehen habt, ist sowohl eine kleine Preview für den Vlog als auch ein paar Clips aus den letzten Tagen. Ich habe heute Abend richtig schöne Pläne und zwar gehe ich zu einer Lesung von Tara Luise Wittwer zu ihrem Buch Sorry, aber bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit und deshalb mache ich mich jetzt nochmal an ein Nähprojekt. Ich möchte nämlich dieses Oberteil gerne heute Abend anziehen. Es ist mir aber ein bisschen zu lang. Let me show you. Das geht halt richtig so über die Hüfte. Also mein Hosenbund ist hier. Und ich hätte das halt eigentlich gerne halt in so einer Länge. Weil ich das einfach irgendwie schöner finde, so von den Proportionen. Dementsprechend werde ich versuchen, das Ganze zu kürzen. Es ist aber so, ja, ich weiß nicht, gestrickt geht. Also nee, gehäkelt ist es glaube ich nicht. Und ich hoffe sehr, dass ich mir das jetzt nicht komplett kaputt mache und irgendwie total den Stoff aufribbel, wenn ich da jetzt versuche zu nähen. Ich habe nämlich mit so einem Stoff noch gar keine Erfahrung. Drücken die Daumen. Ist doch geil, so zu machen und dann aber zu sagen, drück mir die Daumen, ne? Ich wollte euch auch noch zeigen, dass ich gestern im Secondhand-Laden zwei richtig tolle Teile gefunden habe. Da wäre einmal diese Bluse, die ist dunkelbraun. Die trocknet jetzt hier noch. Ich zeige euch das dann natürlich bei Gelegenheit, wenn ich die anprobiert habe. Und dieser Pulli. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mal einen lilanen Pulli zulege, aber weil da eben auch braun drin ist und ich finde, lila passt auch irgendwie gut zu meinen grünen Augen, habe ich mich irgendwie total in den verliebt. Und vielleicht ist das dann aber jetzt auch der Anlass, nochmal ein, zwei alte Pullis auszusortieren, die irgendwie nicht gut sitzen, ausgeleiert sind. Meine Freunde, wir sind Detektive, wir wollen ja nicht noch jemanden beschatten. Dann ist die ganze Sache ein bisschen außer Kontrolle geraten. Steigen wir aus, ich muss mich trinken. Denn ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Es klingt furchtbar cheesy und sentimental. Wenn man also von Generation zu Generation zu Generation eingetrichtert bekommt, dass man in keiner Weise auffallen darf und der Hauptberuf neben Hausfrau, Mutter, Organisatorin und Topmodel vor allem nett lächeln und die Schnauze halten ist, dann ist es natürlich kein Wunder, wenn man sich nun beim Discounter an der Kasse 17 Mal entschuldigt, um als Frau an zwei Männern vorbeizudürfen. Und? Es war ganz, ganz mausig. Es war sehr toll. Sehr emotional. Wisst ihr, was cool wäre? Das war toll. Leute, wir hätten so viel Tee. So viel Tee. Hallo, es ist der nächste Tag. Und die Bluse ist trocken. Und ich wollte sie euch direkt mal angezogen zeigen. So offen finde ich es nämlich auch ganz cute. Die Kette hat übrigens eine Freundin für mich gemacht. Ich liebe das mit den Farben und dem Schimmer. There we go. So sieht sie zugeknöpft aus. Ihr könnt sehen, dass es so ein bisschen so einen Hourglass-Schnitt hat. Aber eben nicht zu eng. Und das war mir auch wichtig, weil wenn der Stoff so ein bisschen steifer ist, dann fühle ich mich schneller eingeengt und auch hier ist aber genug Platz und trotzdem ist es hochgeschlossen, sodass ich theoretisch, wenn ich dann eine finde, die irgendwie gut dazu passt, eine Krawatte dazu anziehen kann. Und jetzt zeige ich euch noch den Pulli und ich probiere mal, ob man ihn vielleicht direkt darüber ziehen kann. Mein Gott, wie perfekt, dass es unten noch so ein bisschen rauskommt. Kragen drüber ziehen. Leute, das ist doch wohl ein Vibe. Hihi. Ich muss einmal im richtigen Spiegel gucken. Okay, ich habe jetzt noch die Ärmel hier rausgezogen. By the way, hier ist einfach nur ein halber Knopf an dem Hemd, habe ich bemerkt. Ein bisschen random, aber okay, funktioniert. So, whatever. Und ich habe jetzt auch die obersten zwei Knöpfe aufgemacht. Dann fällt das noch ein bisschen schöner. Und ich liebe es. Und ich fühle mich richtig schön warm eingepackt. Sorry, aber von Tara gestern war so toll. Sie hat von sehr vielen Sachen erzählt, in denen ich mich auch gesehen habe. Aber sie hat auch von Dingen erzählt, die ich so nicht erlebt habe. Zum Beispiel ist sie als sehr große Person aufgewachsen und was das dann noch so mit sich herbringt, als große Frau aufzuwachsen, die aber jetzt nicht irgendwie typische Modelmaße hat, sondern einfach nur groß ist. Und sie hat das dann immer so beschrieben, dass man dann noch weniger Berechtigung quasi hat, den Raum einzunehmen. Als Model wird man dann zumindest so angesehen, als wäre man eben wunderschön und
hat quasi einen Grund, so groß zu sein. Aber wenn man einfach nur groß ist und nicht Model, dann kommt das eben nicht mit bestimmten Privilegien, sondern eher das Gegenteil. Und ich war immer sehr klein und habe jetzt halt so totale Durchschnittsmaße. Das heißt, für mich spielt Größe jetzt überhaupt keine Rolle. Und früher war ich immer eher so die kleine Süße. Also es hatte dann schon auch eher Vorteile für mich. Allein schon in der Schule, ich durfte fast immer vorne stehen, weil ich halt so klein war und man mich hinten sonst halt nicht gesehen hätte. Während Tara dann erzählt hat, dass sie, obwohl sie ihren Lieblingspulli anhatte und den extra zeigen wollte auf den Schulfotos, halt immer hinten stand, wo man nur den Kopf gesehen hat. Wo einem dann auch unterschwellig immer wieder vermittelt wird, du nimmst zu viel Platz ein, du musst nach hinten, sonst sieht man die anderen nicht. So. Das fand ich irgendwie sehr wertvoll, ist vielleicht das richtige Wort, diese Erfahrungen zu hören. Und das ist jetzt das, was mir tatsächlich fast am meisten im Kopf hängen geblieben ist. Obwohl das mit Sicherheit nicht das Wichtigste war, was in ihrem Buch steht, aber einfach, weil das etwas ist, was ich davor noch nicht gehört hatte. So. Generell war ich auch noch nie bei einer Lesung und ich fand es total schön und spannend, das von ihr, mit ihrer Stimme gesprochen, halt vorgelesen zu bekommen. Und hat sie zwischendrin immer noch so Kommentare gemacht und es war schon irgendwie was Besonderes. Der Abend war auch ziemlich emotional. Also es wurde sowohl auf als auch vor der Bühne geweint. Ich habe auch wirklich oft Tränen in den Augen gehabt, weil das einfach berührend war. Einerseits ihre Geschichte zu hören, andererseits auch an Dinge erinnert zu werden, die man selbst erlebt hat. Und es war halt auch der letzte Stopp und es war komplett ausverkauft und das Publikum war so unterstützend und toll und ja, mausig war das. Ich glaube, Tara sagt das immer, mausig. Das hier ist übrigens mal kein Matcha, sondern Kaffee Mokka, könnte man sagen. Ich habe so ein bisschen Espresso noch gehabt, dann ein bisschen Hafermilch und heißes Wasser und dann noch Kakaopulver. Und es schmeckt richtig gut gerade und es gibt mir hoffentlich auch nochmal so ein bisschen so einen Push, weil irgendwie merke ich bin doch ein bisschen träge. Was auch okay ist, es ist Wochenende. Aber irgendwie habe ich gerade so einen Tag, an dem ich nicht einfach nur rumsitzen möchte und lesen möchte oder so. Also ich habe irgendwie so ein Bedürfnis, was zu machen. Und vielleicht sehne ich mich sogar auch gerade ein bisschen nach Gesellschaft, aber eigentlich bin ich auch zu müde dafür. Das ist so ein bisschen innerer Konflikt gerade. Das ist aber auch in Ordnung. Ich gehe nämlich später sowieso noch zum Tanzen. Das heißt, ich komme heute auch noch auf meine sozialen Kontakte. Und ich treffe mich morgen schon wieder zum Brunchen. Ach übrigens, den Pulli gestern habe ich fertig gemacht. Aber ich hatte es nicht mehr geschafft, bevor ich losgefahren bin. Oh mein Gott, ich liebe die Color Palette hier. Das ist ganz toll. Ich habe das nämlich hier so umgenäht, dass ich dann ein bisschen Sorge hatte, dass sich das so aufribbelt. Weil ich es irgendwie nicht hinbekommen habe, nicht mehr so im Kopf hatte, wie man vernünftig versäubert bei so einem Stoff. Ohne dass meine Nähmaschine das jetzt komplett reinfrisst. Ohne dass ich den Fuß oder die Nadel oder sonst irgendwas ändern muss. Und dann habe ich es ganz mutig oder dumm, das wird sich dann noch zeigen, halt einfach nur mit einer normalen Naht gemacht. Und dann habe ich das halt gestern nur an einer Stelle so abgeschnitten und hatte dann nur noch so eine halbe Stunde Zeit und war mir nicht ganz sicher, ob sich das dann jetzt komplett auflöst, wenn ich das anziehe. Und musste mir dann da heute Morgen nochmal in Ruhe Gedanken drüber machen. Bin aber jetzt zu dem Schluss gekommen, dass das schon so funktioniert, dass es gut vernäht ist. Und sollte sich das doch nochmal auflösen, dann habe ich das noch nicht so doll gekürzt, dass ich da gar keinen Spielraum mehr habe, sondern ich könnte auch gut das nochmal so ein Stück hier kürzen. Mein nächstes Projekt ist jetzt diese Karat-Hose. Die habe ich von meiner Schwester bekommen. Hier ist die einfach ein bisschen zu kurz und mir ist sie jetzt aber zu weit. Aber an sich ist es halt trotzdem einfach voll die geile Karat-Hose. Karat ist ja auch eine gute Marke mit guter Qualität. Hier war ein Taschentuch drin. Habe ich gerade schon versucht, so wegzumachen. Ist jetzt deutlich besser, aber ich wasche die dann einfach nochmal, wenn sie fertig geschneidert ist. Und ich habe jetzt gedacht, entweder ich mache sie halt hier enger oder an den Seiten. Aber ich glaube, dass es hier tatsächlich hinten leichter ist, weil die Taschen hier so nah beieinander sind und dann habe ich so viele Nähte, die sich direkt begegnen und dann wird es alles so dick und schwieriger drüber zu nähen. Und hier hinten habe ich einfach mehr Spielraum. Okay, Planänderung. Es wird doch ein etwas größeres Projekt. Ich habe nämlich gerade beschlossen, dass ich die Taschen, das Schild, hinten die Gürtelschlaufe, alles abtrenne, damit das einfach ein bisschen ein sleekerer Look wird. Mal sehen, vielleicht mache ich auch noch ein paar Designänderungen am Ende. Aber das Auftrennen dauert jetzt auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile, aber es ist irgendwie auch meditativ.
So, Zwischenstand. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Taschen noch dran. Aber sie liegen hier. Mehr schaffe ich jetzt gerade gar nicht zu machen, weil es jetzt schon losgeht zum Tanzen. Mittlerweile Sonntag. Ich komme gerade vom Brunch und draußen ist es so windig, dass es einem viel kälter vorkommt, aber eigentlich ist es gar nicht so kalt. Ihr seht, habe ich meinen neuen Pulli an und diesmal gepaart mit dieser Lederjacke, die by the way auch von Loretta Vintage ist, also aus dem gleichen Secondhand-Laden. Ich habe da schon so viele tolle Sachen gefunden über die Jahre jetzt mittlerweile. Lina, eine der Freundinnen, die heute da war, war in Korea und hat mir mein Favorite Haarspray mitgebracht. Das hält nämlich auch diesen Wind stand. Wobei ich sagen muss, heute habe ich ein bisschen zu wenig benutzt. Da ist es dann doch nochmal hier so ein bisschen hochgeflogen. Aber normalerweise ist es wirklich hier bombenfest. Sieht aber nicht aus wie mit Haarspray eingesprüht. Liebe das auch beim Tanzen. Wenn ich dann zum Beispiel beim Wacking mal so sehr schwungvoll irgendwo dran vorbeigehe, selbst wenn es das kurz mitzieht, ist es dann einfach danach wieder in place. Und soweit ich weiß, nutzen dieses Haarspray eben auch einige Idols beim Tanzen auf der Bühne oder sonst wo. Also ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, man kann es auch bestellen, aber es ist natürlich immer günstiger, wenn man sich das einfach mitbringen lässt. Und anscheinend haben die mir da noch was anderes mit in die Tüte gepackt. Und noch so zwei andere ganz kleine Proben. Da weiß ich aber nicht genau, was das ist. Und das hier finde ich total cool. Das ist nämlich eine Curl Cream. Und wenn meine Haare ein bisschen länger sind, aber auch ein bisschen gestuft, dann kommen da schon so die Wellen raus. Mein Papa und meine Schwester haben ja richtig Locken und meine Mama hat glatte Haare. Und ich habe schon eher glatte Haare, aber ich habe eben auch manchmal leichte Wellen. Zum Beispiel auch hier so um die Ohren oder so im Nacken, eben auch beim Pony. Und je nachdem, wie die geschnitten sind, haben sie dann halt auch mehr den Freiraum, sich in ihre Wellen zu legen. Da denke ich, werde ich das auf jeden Fall mal testen. Ich mit meinen kurzen Haaren komme da bestimmt eine Weile mit aus. Dann hat Lina, Mani und mir auch noch so zwei Karten mitgebracht. Und ich finde die so schön. Ich möchte die auf jeden Fall aufhängen. Vielleicht kann man die auch hier aufs Regal stellen. Und dann hat Lina für Mali auch noch ein Magazin mitgebracht. Mali sammelt so ein bisschen so Magazine, vorrangig so mit Stray Kids drin, aber es sind auch so ein paar andere. Und es sind schon meistens so Fashion-Magazine, die ich eigentlich auch sehr cool finde, aber ich sehe mich da irgendwie nicht so eine Sammlung beginnen. Wenn ich jetzt viel, viel mehr Platz hätte, dann wäre ich vielleicht auch so eine Person, die so Modemagazine irgendwo lagern würde und so ein ganzes Regalbrett voll hätte oder so. Aber das sehe ich einfach gerade bei mir nicht. Aber ich finde das trotzdem super cool, dass Mali das macht. Weil ich mir die natürlich dann auch mal anschauen kann. Und das ist ja einer meiner Biase aus Stray Kids. Was ist das bitte für ein krasses Foto? Und als Lina uns da gefragt hat und ich gesagt habe, so nee, für mich nicht. Und Mali dann so, sie nimmt's, war ich so, sehr gut. Ich werde jetzt aber noch nicht richtig reingucken, weil es ist ja ihr Magazin und ich möchte, dass sie zuerst gucken kann. Und dann werde ich auch mal reinlinsen, auch wenn sie mit Sicherheit nichts dagegen hätte, wenn ich da jetzt schon mal reingucke. Aber kann man ja vielleicht zusammen machen. Das riecht aber sehr gut. Ich liebe das. Neue Bücher, Magazine. Oh, ich muss sagen, jetzt bin ich schon gespannt auf die Bilder von Yeonjun da drin, auf die Fotostrecke. Aber gut, das muss jetzt noch warten. Mali ist nämlich gar nicht da, aber ihre Family ist in Berlin zu Besuch, dementsprechend ist sie wahrscheinlich mit denen unterwegs, denke ich jetzt einfach mal. Und ich muss sagen, auch wenn der Brunch so, so schön war, das ist ja immer so ein bisschen Family Time, könnte man schon sagen, also irgendwie ist das so meine Berlin-Family, ist es doch immer überreizend, in Cafés zu sitzen. Ich hatte auch meine Ohrstöpsel drin und so. Aber irgendwann bin ich dann einfach mega erschöpft und ich konnte gestern wirklich auf Teufel komm raus nicht einschlafen. Und
Ich höre so einen Einschlaf-Podcast, Nothing Much Happens. Ich kann ihn so doll empfehlen. Ich kann das nämlich eigentlich nicht haben, was zum Einschlafen zu hören. Aber mit dem geht's irgendwie, weil da passiert halt wirklich nothing much. Und irgendwie, mit dem geht's normalerweise. Und ich, bei so vielen Einschlaf-Stories, weiß ich überhaupt nicht, was passiert, weil ich immer direkt weg bin. Aber gestern habe ich 2 Episoden, glaube ich, sogar gehört und bin trotzdem nicht eingeschlafen. Und irgendwie, weiß ich nicht, woran es lag. Entweder weil es zu früh war quasi und irgendwie mein Rhythmus noch anders war. Aber gestern wäre es echt gut gewesen, hätte ich früher geschlafen, weil ich jetzt heute Morgen halt zum Brunch, aber dann eigentlich schon Frühstück verabredet war, also es war um 10. Und ich habe so richtig gemerkt, dass so weniger als 8 Stunden Schlaf mir richtig zusetzt. Naja, ist in Ordnung. Ich habe heute Morgen dann so Yoga-Übungen gemacht, auch mein Gesicht so massiert und so ein bisschen so Lymphdrainage und so. Also wirklich einige Dinge, um mich besser zu fühlen, mein Matcha getrunken, extra keinen Kaffee, weil wenn ich zu wenig geschlafen habe, werde ich sehr schnell so zittrig. Das hat auch alles geholfen und ich hatte auch wirklich einen richtig schönen Morgen. Aber an irgendeinem Punkt ist es dann so ein bisschen gekippt und ich war so, oh, ich glaube, ich muss nach Hause, sonst kriege ich Migräne. Und deshalb bin ich jetzt zu Hause. Ich weiß nicht, wie lange die anderen jetzt noch sitzen, aber wir saßen auch schon eine ganze Zeit. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Ich habe gar nicht geschaut, wie lange wir da saßen, weil es halt wirklich schön war und da guckt man auch nicht auf die Zeit. 20 vor 2 schon. Wir saßen da seit 10 und ich bin jetzt nicht lang nach Hause gefahren. Also maximal eine halbe Stunde. Dann wundert es mich auch nicht. Dann wundert es mich schon fast, dass ich so lange durchgehalten habe. Ich mache jetzt einen Nap und heute fühle ich mich tatsächlich mal bereit dazu, einfach nur den Tag auf der Couch zu verbringen und mein Buch zu lesen. Meine soziale Batterie ist aufgeladen und ich freue mich auf mein Buch und einen Tee. Webcam-Kamera aus dem Schnitt. Ob ich wohl vergessen habe, ein Ende zu filmen? Ich denke ja. Deshalb jetzt nochmal hier ein paar Grüße an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne eine Bewertung da oder schreibt mir einen Kommentar oder beides. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da feiern wir nämlich Halloween und ich freue mich schon richtig doll, das auch ein bisschen mit euch zu teilen. Genau. Bis dann. Tschüss.